Sieht ja cool aus. Naja, es gibt schon coole Items. Hui. Ey, cool ist das. Das kalte Herz sehnt sich nach Wärme. Oh. Puff. Es hat Puff gemacht. Was hatte ich da jetzt noch für eine Kombi? Ach, der verdrossene Elf. Wandelndes Auge. Lässt deine miserablen Fotos wie alte miserable Fotos aussehen. Das könnte doch nützlich für das Ich sehe dich sein, oder? Walkürenpuppe. Wunderhübsch. Bricht Herzen und Champagnergläser. Wie du das Wort sofort erkennst, weißt du, aber bei alt hast du ein Problem. Uncle Sam's Boom Boom. Jeder, der nicht einen davon anzündet, ist mit ziemlicher Sicherheit ein Terrorist. Okay. Also zündest du ihn nicht an, oder wie? Doch, natürlich. Sonst wäre ich ja ein Terrorist. Puff! Und jetzt willst du behaupten, du bist keiner. Wie awesome! Jetzt willst du behaupten, du bist keiner, weißt du? Jag so einen kleinen Typen hoch, Alter. Hey, verfolge mich. Dann brenne halt. Oh, hat ein Foto gemacht. Ich erkenn's noch nicht. Dann verbrenne halt. Genau so. Das nenne ich mal Tittenschatz. Ja, die drehen sich sogar. Respekt. Können meine nicht. Sie brennt bereits. Darum sind sie jetzt. Ah. Und da kommen Rosenblätter vom Himmel. Danke. Oh. Seit wann magst du Rosen? Wenn sie brennen. Alter. Uncle Sam. Mach Puff. Oh, ein Feuerwerk. Romantisch. Fliegt doch besonders hoch. Wir haben auch schon zusammen Feuerwerk gesehen. Das ist cool. Tu mal nicht so. Ja, ich weiß. Darum ja. Wie scheiße. Eben. Was? Ja, gut. Spielzeug-Kobold. Er ist glücklicher, als er aussieht. Okay. Mini-Nuke. Endlich für den Hausgebrauch zugelassen. Cool! Kätzchen, so oh, Kätzchen, so Kätzchen, Pupu-Stofftier. Füllt dein Herz mit Liebe und dein Haus mit Fell. Miniaturmond. Hergestellt aus echten Kometen. Okay. Komm her. Du auch. Das kann jetzt lustig werden. Puff! So räumt man auf. Das ist ein ziemlich stabiler Kamin. Weißt du, andere Ziegelsteine kannst du anzünden, aber die Ziegelsteine überleben. Ja, siehst du mal. Und das Vieh auch, was mir Angst macht. Oh, ich vergaß! Ich hab jetzt. Echt? Was sagst du mir jetzt? Ja, super! Da war etwas, das ich dir sagen wollte. Bist du da? Nein. Immer noch nicht? Was? Kommt noch. Verbrenne elendig. Du auch. Gibt's mal. Nein, jetzt nicht. Ich lasse den wundervollen, lustigen. Ist das Blut? Hm, nein, das ist AIDS. Ach, so sieht AIDS aus. Ja. Kann man ein Stück Asche auch noch so den tun, ne? Voll unnötig. Ja, aber guck, es ist weg. Guck, es ist weg. Ich weiß, dass du da bist. Du willst wissen, warum ich das weiß? Bist du bereit dafür, dass ich dir etwas verrate? Wirklich, wirklich bereit? Okay. Hör mir gut zu. Psst!
Solltest du nicht so laut ins Mikro machen. Ich bin deine Nachbarin. Ja, dann kannst du wieder laut ins Mikro machen. Ich bin dein Nachbar. Du beißt mir in die Schulter. Ich weiß, was ich tue. Und ich glaube, ich bin hier gefangen. Genau wie du. Du und ich. Und eine schmale Wand zwischen uns. Von deiner Nachbarin. Sugarplums. Weißt du, da lese ich wenigstens alles Deutsch vor. Sugarplums? Ja. Hört sich ja scheiße an. Eigentlich heißt das Sugar, oder? Ja, es heißt... Nein, es heißt Sugar. Egal, mach weiter, die Katze ist lustig. Oh, bist du niedlich. Oh, ich mautscht. Das ist noch lustiger. Die Katze ist so epic. Die Katze ist so eklig. Kackt ihm wieder den ganzen Kamin voll. Ich glaube, es geht los. Wie das müffelt. Dafür hast du mich doch auch. Dass ich dir zukünftig die ganze Wohnung voll kacke. Gut, das mit dem Zusammenziehen überlegen wir uns nochmal. Ja, wie war es in Sims 3? Kaum bin ich da, verschaffe ich das Klo. Ja, stimmt. Oh. Ich darf den Mond verbrennen. Wenn endlich da ist. Oh mein Gott, wie awesome. Siehst du das? Ich kenn's sogar schon. Es ist mega cool. Du hast einen Brief. Oh mein Gott, er schwebt. Es ist ein Mond. Du hast einen Brief. Ah, aber der Mond. Aber der Brief. Soll ich mal deinen Arsch so angucken? Ich will mal deine Reaktion sehen. Dann hast du echt einen heißen Arsch. Wie sie einfach nichts mehr sagt, sondern nur noch nickt. Wo ist die München? Münchi? Da ist sie. Brief. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt... Ich kann kein Deutsch mehr. Dunkle Schneewolken kommen aus allen Richtungen auf uns zu. Es kommt etwas auf uns zu. Etwas Großes. Nein, meine Hose habe ich noch an. Haltet euch warm. He, he. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Rumgeschwabbelt. Weißt du, nicht, dass du einfach nur lass. Nein, du musst auch noch kommentieren, dass es lustig aussieht. Das sieht lustig aus. Komm her, Münze. Komm. Tomorrow Bucks. Achso, hä? Ja, achso, das ist Money. Okay. Jetzt weiß ich auch, wie das Geld heißt. Oho. Aha. Warte, jetzt will ich Kommis, Kombos. Wo kommst du denn jetzt her? Ich schwebe hier so rum. Wärmetauscher kommen. Zeit um Nuke und Wecker, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Stimmt, das könnte Sinn machen. Ja, wenn ich jetzt sage, macht es Sinn. Das Problem ist, wenn du es nicht sagst, macht es Sinn. Doch mal bin ich ja dabei. Weil es Kombos gibt oder so, die machen für mich einfach keinen Sinn. Und dafür ist so ein blondes Hirn manchmal gut. Wie viel brauchst du denn für den neuen Katalog? Zwei. Du. Hey, hey, das Ding sagt, ich soll da draufklicken. Ja, weil du noch zwei Kombos brauchst. Also. Damit das Spiel weitergehen kann. Du kannst auch dein Inventory erweitern auf diese Pluster, glaube ich, ne? Oh. Boah. Es ist gewachsen. Hast du gesehen? Ja, ich kenne das. Ich kenne die Sache mit dem Wachsen. Das ist ja schön. Awesome. Sag dich ja. Ich bin gut. Du nicht. Hauptsache noch schnell retten. Wenn man in Gefahr ist, wird seine Freundin einfach schnell küssen. Das hat schon mal geklappt. Da war sie richtig stinkig, einfach geküsst und alles war okay. Was ist denn die LOL-Katze? Ach, geh weg. Ja, die Katze auch. Oder die Mieze. Jetzt brauchst du ein LOL. Was ist denn da LOL? Partybus? Vielleicht. Nein. Ich versuch's einfach mal. Nimm den Partyboss auch noch mit. Warum denn den Partyboss? Warum nicht? Das ist LOL. Ich find das LOL. Ah, LOL! Ich find das LOL.
N D I stirb E S S dies diesen. Hey, ich habe ein Wort gebildet. Diesen. Du glaubst jetzt echt, das ist ein Wort? Ja, diesen da. Und das hier? Ah, nicht. Ah, nicht. Ach komm, 17 Sekunden muss ich warten. Oh, die Mieze. Ekelhaft. Partybus noch aufbauen sollen. Warum denn? Weil ich das läuft finde. Gut, dann mache ich das jetzt nochmal. Nein, du kannst ja gucken, das ging ja jetzt nicht. Ach nee, da muss ich hin. Gut, die Mieze braucht noch ein bisschen. Was könnten wir dann noch machen? Es sagt mir gar nichts. Feuerspucker-Kombo könnte mit dem Dino, aber was noch? Wärmetausch könnte Herz und dieser Wärmelüfte sein. Feuerspucker, Dino, unter Umständen auch noch dieser American-Kopf da. Was denn für ein Wärmelüfter? War der nicht hier? Zwei. Echt? Ach, der! Heizgebläse. Heizgebläse. Was? Dino und? Ich weiß nicht, der da drunter unter Dino. Den Uncle Sam? Oder nee, warte mal, warte, der Tiki, der in Katalog 1, der Tiki-Kopf. Das genau, stimmt. Der Antike da, die antike Fackel, die spuckt auch Feuer. Ah, okay. Ja gut, dann mache ich das gleich. Oh, Griffel. Oh. Ich finde das lol. Dir scheinen diese ganzen Kinder auch nicht ins Ohr. Nein, aber ich hör's. So. Nein. Du darfst doch nicht. So. Und so. Yeah! Ah, ich mal wieder. Ja, du bist mega eingebildet. Oh ja. Tiki! Ich hätte auch die schönste Folge in der Welt. Darf man das denn? Ja, die hast du allerdings. Also den Dino und den... Oh, einfach alle drei auf. Okay, aber erst will ich... Platz. Oh, der auch nicht. Geh weg. So lustige Geräusche. Lustige Geräusche. Geh weg. Klingt wie Sex am Freitagabend. So ungefähr. Ich fühle da so alles rauskommt. Respekt. Jetzt kann ich mir Katalog 3 kaufen. Holzlöffel. Jetzt mit mehr Splittern für verbesserte Züchtigen. Ich hab die Dinger gehasst damals. Marshmallows! Oh, wie niedlich! Gemacht aus süßen Wolken. Gewinner des Kentucky Derby. Trockeneiswürfel. Perfekt für praktische Scherze und Kryotechnik. Was auch immer das ist. Wurstkette. Weiß ich nicht. Ah. Man kann ohne Fleisch kein Wurstfest veranstalten. Musik und Geld. Ich möchte trotzdem vorlesen, was es ist. Okay. Kugelfisch. Mir fällt kein Grund ein, warum du ihn nicht in den Mund nehmen solltest. Okay. Zerbrechliches Porzellan. Fügt jeder Abendeinladung oder hitzigen Diskussion ein dramatisches Flair hinzu. Der spuckt da immer noch. Lass ihn spucken. Du hast ihn auch fast gespuckt. Holzlöffel. Brenne. Machst du auch irgendwas Tolles? Nein. Zerbrechen. Ich finde das toll. Bist ja auch lame. Nein, ich hasse Holzlöffel. Oh. Hält dein Kamin dich warm? Weißt du, was noch gemütlicher ist als ein prasselndes Feuer? Eine Sexpuppe? Eine Umarmung.
doch keine Sexpuppe. Das ist ein verrückter Alter. Anbei einen Gutschein für eine gratis Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht brauchen. In Liebe, Miss Nancy. Bekommst du einen Umarmungsgutschein? Ist vorbei. Mach ich mal los. Oh ja. Ich hab sie gehört. Und das auf grausame Art und Weise. Die haben geschrien. Ich hab's gehört. Ich bin genau neben dir, Schatz. Hey, cool. Kann ich dich damit einfrieren? Scheinbar nicht. Das macht nicht Puff. Aber guck mal, es glänzt so schön. Oh. Frauen und Glitzersachen. Wurst. Ew. Ich wurde abgeleckt. Ja, böser Hund. Psst, hau ab. Ja, böser Hund. Kugelfisch, den wir gleich mal in den Mund nehmen werden. Oh. Du musst ihn in den Mund nehmen. Den Kugelfisch. Sag dich ja. Hast du was anderes gedacht? Geißende Käfer. Wenn sie zu Pulver zerrieben werden, kann man aus ihnen herrliche Farben herstellen. Ich mache meine Farben auch im Großkäfer. Zähne und Mais-Frühstücksmüsli. Endlich der köstliche Geschmack von Mais und Zähnen in einem fantastischen Müsli vereint. Ich hab da schon so eine Ahnung. Nicht ablecken. Genau, böser Tor. aus der Wurst kommen. Wie eklig. Sicher, dass es eine Wurst ist und keine Kackwurst? Wurst ist Wurst. Hallo Nachbar. Bist du noch da? Nein. Du liest alle meine Briefe aufmerksam durch, oder? Ein und wieder überspringe ich halt mal kurz was. Du überfliegst sie nicht nur und verbrennst sie dann, oder? Verbrennen? Nein, niemals. Würde ich doch nicht. Nein. Ich muss beherrscht. Auf einer Seite. Die andere hast du in der Hand. Eines Tages werde ich etwas wirklich Wichtiges sagen. Warum nicht jetzt? Weil ich jetzt noch kein AIDS hat. PS, ich habe dir etwas bestellt. Bist du bereit? Es kommt heute durch deinen Kamin. Kann ich euch auch? Nee, feuerfest. Sag's dir nachher aber noch, soweit ich weiß. Oh. Ich glaube, jetzt sagst du es sogar schon. Ja, dann will ich erst lesen. Hey, Schiel. Schiel, du Drecksau. Gefallen dir deine neuen Vorhänge? Sie sind so wunderhübsch. Es gibt nichts Besseres als ein gut dekoriertes Zuhause. Aber mach dir keine Sorgen. Ich mache mir gerade ernsthaft Sorgen um Curry. Sind sie feuerfest? Sie sind feuerfest. Nicht sind sie feuerfest. In Liebe, Sugar Plumps. Sind sie feuerfest? Ich habe keine Ahnung. Ich schenke dir einfach mal was in die Kabine, was nicht feuerfest ist. Oh, mach nochmal plopp. 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 Nee, geht nicht. Platzt nicht. Plopp. Nein, ich will das hört der Scheißvieh an. Plopp. Wo kam das denn her? Das Scheißvieh riecht dir schon auf und gibt dir Geld, damit du es anzündest. Ist voll geplatzt. Die Augen bewegen sich noch wie ekelhaft. Ja, das sind Fische, was erwartest du? Jetzt verbrennt es nicht mehr, okay doch. Jetzt. Das war so, achso, das Porzellan. Ey, geht nicht mal kaputt. Hallo, dankeschön.